Ja, liebe Pilotinnen und Piloten, mein Name ist Dirk Linn. Ich fliege hier in Riedberg beim LSV Riedberg in Paderborn. Und heute möchte ich euch eine Applikation vorstellen, die das Fliegen noch ein bisschen sicherer macht. Und zwar gerade, wenn viel Verkehr unterwegs ist. Also im Sommer, wenn auch viele Segler mit Flammen unterwegs sind. Oder mittlerweile haben wir auch Transponder, Mandatory Zones, wo dann als ADS-B und solche Dinge übertragen werden. Und es gibt eine App, die ist aus Frankreich, nennt sich Safe Sky. Und die kann man mit den herkömmlichen Methoden, wie zum Beispiel mit dem Flugnavigationsprogramm SkyDemon verbinden, mit dem ich sehr viel fliege. Und das zeige ich euch, wie das funktioniert und welche Vorteile das Abonnement hat. Also klickt rein und ich freue mich auf euer Feedback. Okay, das sind wir. Das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist die Installation von Safe Sky. Dazu geht ihr erstmal den App Store von Apple. Und ich werde mal meinen Bildschirm freischalten. So, hier sind wir. Und ich gebe hier oben bei dem Suchbegriff jetzt Safe Sky ein. Safe Sky, da haben wir es schon. Und sehen hier unten, ne, wo ist Safe Sky auf der rechten Seite hier. Und könnt ihr mir nochmal kurz reinklicken und die Größe so anschauen und welche Informationen dort jetzt gerade im letzten Update gelaufen sind. Aber ich möchte das mal öffnen. Ich habe es runtergeladen schon, um ein bisschen Zeit zu sparen. Na, kommst du? Und habe das übrigens auch auf meinem iPhone parallel dazu installiert. Und ich stimme jetzt natürlich zu, sonst geht es nicht weiter. Hier ist es so, dann kann man es mit Google anmelden, mit E-Mail anmelden. Und alle, die ein iOS haben, die können natürlich auch mit der Apple-ID anmelden, was ich auch gemacht habe. Also gehe ich auf Anmelden mit Apple-ID, habe jetzt hier meinen Fingerabdruck, den ich nutzen kann, um mich anzumelden. Und dann wird auch mein Abonnement hoffentlich gleich gefunden, weil ich habe schon ein Abonnement. Jetzt diese Geschichte werden wir jetzt nicht anschauen gerade. Jetzt muss ich mein System nochmal kalibrieren, indem ich die Kugel insgesamt nochmal durch das Neigen des iPads rollen lasse. Okay, und da sind wir auch schon. Und man sieht hier, dass ich einiges an Verkehr schon drin habe. Und diese Höhen, die man angezeigt haben möchte, die kann man natürlich auch anstellen. Hier unten sieht man, dass ich die Delta schon ausgewählt habe und habe jetzt die Möglichkeit, mehrere Flugzeuge zu wählen, weil diese Kennung wird auch übertragen. Und ich kann hier noch ein Profilbild reingeben und so weiter. Man sieht auch, ich habe ein öffentliches Profil. Das mache ich jetzt alles nicht, weil ich auch kein eigenes Flugzeug habe, sondern im LSV Riedberg fliege. So, das ganze Ding erstmal soweit okay. Und wenn man hier unten auf dieses Symbol ganz unten rechts, wo auch dieses Ausrufezeichen ist, geht, dann komme ich in das Menü rein. Ich sehe jetzt, ich habe drei Sitzungen. Ich habe heute auch schon mal geflogen mit dem Safe Sky, kann meine Flugzeuge konfigurieren. Also hier hat man ja praktisch schon das eine Flugzeug jetzt drin, was wir gerade gesehen haben. Ich gehe zurück und könnte auch befreundete Piloten reingehen, um denen zu chatten, zum Beispiel auch in der R2R-Kommunikation über das System abzu bilden. Interessant ist dabei, dass manche Funktionen nur freigeschaltet werden, wie zum Beispiel das Wetter. Ich kann also ein Wetter-Overlay machen, ich kann Search and Rescue dabei haben, aber das Wesentliche ist hier die Verkehrsteilung. Man sieht hier, ich kann jetzt an SkyDemon, ich kann also das enablen hier oben, da sieht man so hier die Übertragung an SkyDemon und kann jetzt sagen, welche Navigationssoftware welche ich habe. Und in dem Fall arbeite ich mit SkyDemon, habe ich jetzt SkyDemon angemarkert. Und an diese Software werden jetzt diese Daten noch übertragen, sobald ich es gestartet habe. Okay, zurück, wieder zurück und raus damit. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, dass diese Informationen zu SkyDemon rüberkommen, auf SkyDemon starten. Also dann gehen wir nochmal zurück, gehen auf SkyDemon, starten SkyDemon und gehe zurück auf mein Home, wo ich gerade bin, nämlich in Paderborn, wie man hier sieht. Und ich habe die Möglichkeit, hier oben nun dieses Device, die Geräte von Drittanbietern zu koppeln. Und nun ist wichtig, dass ich dieses GDL90 hier, dass hier diesen Haken setze, weil der die Verbindung zu Safe Sky herstellt. Zurzeit habe ich hier noch keine Verkehrsanzeige, wie man sieht. Also normalerweise müsste hier oben in Oerlinghausen bei dem Wetter einiges an Betrieb sein. Ich sehe hier nichts und auch beim Verkehrsflughafen Paderborn-Lippstadt ist auch noch nichts in Sicht. Ja, wie mache ich das jetzt? Also ich muss auf alle Fälle erstmal hier rübergehen und muss jetzt in diesem Safe Sky, das ich jetzt gerade wieder kurz aktivieren muss, muss ich nun sagen, starten. Ja, mit dem Flugzeug Delta, welches angemeldet dort. Das soll man natürlich jetzt nicht unbedingt im Zuhause machen, weil jetzt auch eine Übertragung stattfindet. Wobei ich so tief bin mit meinen 5 Meter über der Erde, dass wahrscheinlich ja keine Gefahr droht. Aber ich werde es mal kurz starten. Jetzt sieht man dort,
Ich möchte mit dem lokalen Netzwerk mich verbinden, sage ich ja. Und jetzt habe ich diesen Radius, den man noch einstellen kann übrigens. Und hier oben sieht man auch die Höhe von 2000 Fuß plus minus von meiner Höhe, was angezeigt wird. Und diese Information, die ich jetzt habe, die gibt es jetzt auch im SkyDemon. Also wenn ich hier rüber gehe, SkyDemon aufrufe, dann sollte ich jetzt in Erlinghausen, da war auch ein bisschen Verkehr gewesen, sollte was kommen. Aber man sieht immer noch nichts. Warum nicht? Ich muss zuerst auf Fliegen gehen, also hier oben in der Ecke, und muss auch dieses Device aktivieren, also Use GDL 90 Compatible Device. Und erst wenn ich das hier mache, dann Waiting for Device. Jetzt sehe ich da oben bei Erlinghausen, ich ein bisschen reinzoome, zum Beispiel auch einige Segler und sehe deren Höhe, also das sind 1500 Fuß über mir und sehe auch den Kurs. Der ist wohl gerade in einem Landeanflug oder kurbelt ein bisschen und kann jetzt sofort meine Flugzeuge erkennen. Man sieht also hier, ich habe mehrere Flugzeuge, mehrere Segler, die heute in Detmold zum Beispiel unterwegs sind gerade. Oder wenn ich zurückgehe auf meinen Flugplatz hier in Paderborn, schaue ich mal, was hier an Platzrunden Verkehr in Haxterberg ist. Da sehe ich jetzt auch nicht gerade viel. Ja. Aber falls der Verkehr wäre, ich zoome mal ein bisschen raus, dann müssten diese Flugzeuge, ja, da habe ich ja zum Beispiel diese Delta Echo Mike Kilo Lima, die gerade ausfliegt in 2000 Fuß. Ja, so viel dazu. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, glaube ich. Probiert es mal aus. Ihr habt da die Möglichkeit, das auf zwei Devices zu führen. Ihr könnt auch euer iPad nehmen, um das zu nutzen. Könnt es überspielen aufs iPhone, iPad, also beide Devices nutzen. Ihr könnt auch einen Splitscreen machen übrigens, wenn ihr diese Kopplung nicht habt. Also angenommen, ihr habt jetzt nicht das Abonnement, das zurzeit jährlich um die 18 Euro in der Größenordnung kostet, weil nur dann habt ihr die Möglichkeit, auch die beiden Sachen zu koppeln. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr über ein Splitscreen ja das eine Drittel nutzen für euer Safe Sky und die zwei Drittel für SkyDemon und habt das auch. Oder ihr macht einfach dieses Safe Sky auf dem Smartphone, hat eine Halterung vorne dran, dann seht ihr auch den Verkehr dort. Ja, wenn ihr Ideen habt, Anregungen dazu, kommt auf uns zu. Aber ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, die Sicherheit im Fliegen noch ein bisschen zu erhöhen. Ich sammle jetzt erstmal die Erfahrung und wenn ich mehr Erfahrung habe, dann gibt es auch noch einen Nachschlag dazu. Ich wünsche euch alles Gute und ja, Happy Landings.